Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rise of a Tomb Raider. Ich habe offscreen erstmal die Münzen mir geholt, erstmal. Das mache ich ja offscreen, was die Münzen sammeln, also die Münzverstecke sammeln. Und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal den Fähigkeitspunkt verteilen, den ich jetzt bekommen habe. Überleben da. Was gibt's denn? Sichere Herstellung von Wurfobjekten. Feinde durch hergestellte bei der bring mir AP. Stellte von bisschen. Annäherungsmine. Hohlspitzgeschosse. Nee. Handwerker. Stellen Sie Basislage. Ah, geil. Handwerkermeister. Upgrades. Also das ist das letzte, was wir noch brauchen. Fähigkeitwerkzeug. Das ist jetzt wo dabei? Schauen wir kurz bei Fähigkeiten ganz kurz vorbei. Wo ist denn das eigentlich? Streubomben. Drachenpatron. Abrissexperte. Eifrig, Gleichfuß, Brandbomben. Lisa, es gibt ja ziemlich schwer hier. Nap! Boah, das ist gerade. Was Todeswolke? Ja, da kannst du übertreiben. Tja, das ist Mom. Aber machen wir erstmal weiter hier. Okay, gut. Hier brauchen wir noch was. So. Das Dokument hören wir so gleich mal. Hast. Ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja. 140, so. Laservisier, das ist Granatwerfer. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen verdammten Seite der Geschichte. Ja, denke ich mir auch. Also überhaupt nicht unfair ist. So, ab nach oben. So. Ne, stopp. Und. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Ist dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid.
Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Wer sie sind oder wieso sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig.
Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Ja, damit würde ich mal sagen, beende ich diesen Part. Anna hat uns verraten, was soll denn damit? Naja, sie war eine von Trinity und sie wollte einfach nur wahrscheinlich Lara beschützen. Deswegen wollte sie auch eins machen, dass Lara nicht dahin geht. Aber jetzt ist sie nun da drinnen und Anna ist von Trinity. Naja, wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Rise of the Tomb Raider.